So, liebe Leute, da wir in der letzten Folge uns ja ein wenig um einen Schatzgesuch gefunden haben und so ein bisschen mit Gegnern duelliert haben, geht's heute mal wieder mit einer Hauptmission weiter. Und das wird dann auch die letzte Folge sein, die ich aufnehme. Ja, ja, ich komme jetzt. Ich muss nur anmoderieren. Und ja, das ist jetzt Folge Nummer 7 und ich freue mich, wie gesagt, dass er wieder mit dabei seid mit Assassin's Creed 4 Black Flag. Und wir werden es heute dem Mann widmen, den sie den Weisen nennen. Guten Morgen, Duncan. Gleich hier drüben. Edward? Hallo, Edward! Ich fand jemand, der mir den übrigen Zucker abkauft. Ah, ein gutes Geschäft, muss ich sagen. Er nannte euch Edward. Das ist der Händler, der mich hierher brachte. Zur Vorsicht gab ich ihm einen falschen Namen. Ah, gute Idee. Wir sehen uns, Barnett. Später. Sehr pünktlich, Duncan. Hier entlang. Hier ist er. Ein Mann, nach dem Templer und Assassinen mehr als ein Jahrzehnt gesucht haben. Man sagt, euer Name ist Roberts. Ist das wahr? Ihr wisst, was das ist, denke ich. Den alten Geschichten nach wird das Blut eines Weisen benötigt, um das Observatorium zu öffnen. Das ist der Schlüssel. Nun brauchen wir nur noch seinen Standort. Mr. Roberts wird ihn uns bereitwillig mitteilen. Bringt ihn in meine Residenz. Okay. Also bleiben wir doch noch ein bisschen in Havana, glaube ich. Ich war wieder ein bisschen zu weit gedacht. Na gut. So viel Wirbel um einen Mann? Folgen wir mal den Templer. Ist das Observatorium wirklich so kostbar? Sie sind du da. Das Observatorium wurde von der Vorläuferrasse erbaut. Sein Wert ist unermesslich. Vorläuferrasse. So, so. In einem der ersten Briefe äußertet ihr den Wunsch, diesen Maya-Mentor zu töten, Atabai. Konntet ihr diesen Auftrag noch ausführen, bevor ihr hierher kam? Leider nicht, nein. Zu viele Komplikationen auf dem Weg. Wie schade. Doch die Karten und die Ampulle, die ihr brachtet, werden es schon richten. Ah, das war der Plan. Ich mag diesen Weg nicht, Horace. Zu ungedeckt. Ja, stimmt was nicht. Bleib bei mir, Großmeister. Ich spüre es auch. Sie dürfen nicht Hand an den Weisen legen, was es auch koste. Das wird aber zwischen... Assassinen! Da oben! Die sind auf den Dächern! Das ist auch ein Schütze. Ja, vielleicht ist es gar nicht so schlecht. So, war es das jetzt oder was? Nö, natürlich noch nicht. Ich glaube, wir haben es geschafft. Oder auch nicht. Stopp ihn! So, den Weisen von oben anspringen, im Kampf die Pistole benutzen. Du bist sehr schnell, das lasse ich dir. So, ich musste mich so gerade ein bisschen orientieren. Okay. Ich glaube, eins geht nur. Wohl, ich kann dir sagen, einmal anschießen, wenn ich das darf, und dann nur
Also, jetzt. Du bist sehr schnell, das lasse ich dir. Mach langsam, dann wird's leichter für uns beide. Halt, oder ich schieß dir ins Knie. Ja, lass dir Zeit. Ah, Mann. Ich bleib jetzt hier unten am Boden, hier wird wahrscheinlich irgendwann wieder runterkommen, oder? Nein, lass dich! Genau! Hey, was macht man? Ich hab den direkten Weg zu nehmen. Geh weg. So, warte mal, ich hab die erste Mission. Jetzt auf. Geschafft. So, die Frage ist, ob ich jetzt gezählt hat. Also ich habe das nicht schon. Schweig. Wir bringen ihn in den Kerker, Großmeister. Verdoppelt die Wache. Nun, ich bin erschöpft. Welch ein ereignisreicher Tag, die Herren. Sie, von allen Seiten von Feinden belagert. Wir müssen vorsichtiger sein. Ich wünschte, ich könnte das Ende dieses Dramas mit ansehen, doch ich muss mich dem Wind anvertrauen und nach England segeln. Natürlich, Captain. Ich wünsche euch eine schnelle Reise. Mit Glück bin ich bei der Rückkehr selbst Gouverneur. Und das mit dem Segen meines närrischen Königs. Adios! Nun zu euch, Mr. Walpole. Ich betrachte es als erste Rate einer langfristigen Investition. Gracias. Hab Dank. Ich möchte euch gerne beim morgigen Verhör sehen. Kommt, gegen Mittag. Ja, Sir. Wir sind am Ende. Erinnerung Nummer 4. Wir haben gar nichts gemacht. Wir haben keine Pistole. Ah, ich habe die Pistole benutzt. Aber okay, noch nicht. Ich hoffe, wir hätten sie töten müssen. Aber ist nicht schlimm. Wir haben die Aufgabe geschafft. Alles andere ist erstmal wichtig. Auch diese Mission fand ich top. Freue ich mich drauf. Gut. Dann haben wir zumindest aber die Aufgabe hingekriegt. So, wir haben 1000 Real gekriegt. So, ich helfe nochmal ganz kurz zum Händler. Fülle meine Vorräte auf. Und dann mache ich Feierabend für heute. So, Munition brauchen wir. Nein, ich brauche keine Kugeln, ich will Rauchbomben haben. So. Wir können auch die kommen, wir kaufen auch schnell Kugeln. Denn so teuer sind die ja nicht. Wir haben über 18.000 Real mittlerweile auf der Hand. Gut.
Ja, ich würde sagen, wir machen einen kleinen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ja, ja. Und dann geht es dann mit einer weiteren Mission weiter, die da heißt... Die da heißt, vor allen Dingen die irgendwo ist. Ja, hier. Eine Schuld einfordern. Das ist aber etwas, was ich dann, wie gesagt, in die nächste Folge reinhaue. Manchmal gibt es etwas Folgen, die sind ein bisschen länger. Manchmal gibt es Folgen, die sind etwas kürzer. Trotzdem freue ich mich wieder, wenn ihr einschalten würdet, hier bei Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. Und dann fordern wir die Schuld ein.